geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zur MyTeam-Karriere. Heute geht's auf nach Imola und da gilt es natürlich, den sehr erfolgreichen, oder was heißt sehr erfolgreichen, den guten Saisonauftakt fortzusetzen und wieder gute Punkte einzufahren. Die Sponsoren hier können wir erneuern. Gerade bevor ich die Aufnahme gestartet habe, sind noch die ganzen Upgrades angekommen, die wir uns beim letzten Mal geholt haben. Oh, und dadurch sind wir jetzt gleich auf mit Red Bull und Alpine, so das zweitstärkste Team, wenn man so möchte. Aston Martin natürlich immer noch mit einem guten Puffer, aber wie ich fast schon erwartet habe, upgraden die nicht so wirklich, genauso wie viele andere Teams auch tatsächlich. Wir haben da auf jeden Fall am meisten getan bisher und das zeigt sich auch an der Performance. Ich glaube, das bei Aston wird sich echt so fortsetzen, dass die wenig machen werden im Lauf dieser Saison. Das habe ich irgendwie so im Gefühl und dadurch werden natürlich die ganzen anderen Teams echt gut aufschließen können. Überraschend finde ich es ein bisschen, dass Ferrari nicht so viel macht. Die hängen nach wie vor da ganz hinten fest, ohne geupgradet zu haben. Ja, was machen die denn alle? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das für uns ja echt eine sehr gute Sache. Wir haben über 2000 Ressourcenpunkte schon wieder, die wir jetzt verballern können. Ich bin echt sehr, sehr froh darüber, dass wir das bei den Reglementänderungen so gelöst haben, dass die ganzen ultimativen Upgrades und ein paar der großen safe waren, weil es so jetzt echt schnell geht, weiter zu upgraden, weil wir einfach nur noch die kleinen hier holen müssen. Hier sogar, nee, das ist auch ein kleines, so teuer aber. Ja gut, werden wir eh früher oder später aus dem Weg räumen müssen. Die sollen tatsächlich beide sogar noch vor Imola ankommen. Das wäre genial, wenn die das wirklich tun würden. Dann würden wir insgesamt mit 5 Upgrades hier zu diesem Wochenende gehen. Das ist dann schon eine kleine Ansage an die Konkurrenz, aber ich bin sogar recht zuversichtlich, dass die wirklich ankommen. Einfach weil die Einrichtungen so gut sind mittlerweile, dass es echt unwahrscheinlich ist, dass da irgendwas fehlschlägt. Wenige Tage müssen wir uns noch gedulden. Ja, tatsächlich, die kommen beide an, beide am selben Tag. Let's go. 5 Upgrades vor diesem Rennwochenende hier in Imola. Da ändert sich jetzt aber gar nicht so viel. Auch Red Bull hat da was getan, so wie es scheint. Ja, aber der Abstand zu Aston wird immer kleiner und kleiner. Bald sind wir dran an denen. Oh, hier fehlen ein paar Rennen zwischen China und Imola, oder? Was wäre denn da normalerweise gekommen? Baku oder so? Ich weiß es gar nicht, aber ja, Miami, Baku, das wäre so die Phase der Saison. Dadurch haben wir auf jeden Fall verdammt viel Zeit jetzt und können sogar noch mehr Upgrades machen, weil da auch Ressourcenpunkte angekommen sind in der Zwischenzeit. Kommt das auch noch vor Imola an? Das wäre schon der Wahnsinn so ein bisschen. Nee, nicht ganz. Aber nach Imola, dann vor Monaco, ja, da geizen wir jetzt auch nicht rum mit irgendeiner Schnellentwicklung oder so. Beziehungsweise doch, wir geizen rum mit einer Schnellentwicklung. Machen wir normale. Das muss man jetzt auch nicht mehr drauf ankommen lassen. So ein bisschen wild ist halt leider die Strapazierfähigkeit, vor allem hier beim Verbrennungsmotor. Da sind 2 jetzt schon bei ja, über 40% zumindest mal. Also das ist nicht optimal. Hier sind halt alle Upgrades verloren gegangen. Die Abteilung war ja auch betroffen von den Reglementänderungen und da konnten wir leider nichts saven. Das ist halt ganz und gar nicht geil. Holen wir da zumindest mal das erste, damit wir da ein bisschen was haben. Imola ist echt eine Strecke, die ich dieses Jahr sehr, sehr gern habe. Und das Auto ist mittlerweile auch wieder mehr als ordentlich. Von daher dürfte Q1 hoffentlich kein Riesenproblem werden. Auch wenn die Runde jetzt noch nicht so das Beste vom Besten war. Da geht schon noch mehr. Oh, und vielleicht, lol, vielleicht brauchen wir das auch, was? Krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das ist zumindest mal besser, aber das scheint hier irgendwie in eine andere Richtung zu gehen, als ich es gerne gehabt hätte. Nette Verbesserung, aber nur Position 13. Wir brauchen einen dritten Run hier in Q1 wahrscheinlich. Das ist schon gar nicht geil und bei Senna sieht es auch überhaupt nicht gut aus. Nur Platz 11 aktuell. Ja, ja, das ist einfach gut. Das ist wirklich super, super, ganz toll gemacht. Ganz, ganz toll. Kleinen Applaus an mich selber. Das ist richtig geil. Genau so geht man in eine Runde, die verdammt wichtig werden könnte. Jawohl. Jetzt müssen wir hier sitzen und zittern und hoffen, dass sich dann nicht mehr so viele verbessern. Aktuell sieht das ganz gut aus. Häufig ist das auch wirklich so, dass die KI sich nicht verbessert am Ende einer Session. Vor allem, wenn man dann selber auf der Strecke ist. Und das scheint auch jetzt so zu werden. Ich glaube, wir werden Glück haben. Aber das ist trotzdem Quatsch gewesen hier in Q1. Na, okay, immerhin fehlt da nicht viel. Die Rundenzeit ist hier halt auch verdammt kurz, somit sind die Abstände sehr gering. 6 Zehntel Rückstand,
auf Platz 14, das ist gar nichts. Also da, wenn wir da nur eine halbe Sekunde noch irgendwie finden, was nicht undenkbar ist, dann mischen wir schon irgendwo ganz vorne mit an der Spitze zu Tsunoda und Norris einfach mal zeitgleich. Piastri 5.000stel dahinter, Ocon 17.000stel. Also da werden Kleinigkeiten entscheiden und es war halt einfach nicht alles perfekt hier in Q1. Aber wir bekommen eine neue Chance, müssen jetzt allerdings schon abliefern. Das wird echt eine ganz, ganz enge Nummer, ob man es in die Top 10 schafft oder knapp nicht. Ja, ganz netter Auftakt, aber das war jetzt auch nichts zum Angeben. Gasly vorne mit einer 13-2, wir fahren eine 14-0, 18. dahinter. Na, immerhin nah dran an unserem Teammate. Das ist heute echt schwierig. Das wird nicht genug sein. Noch mal ein bisschen schneller. Vielleicht kriegen wir dadurch noch mal ein, zwei Positionen. Nicht mal Startplatz 15. Ja, bodenlos, ey. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, was hier schiefgelaufen ist. Ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Aber wir hätten hier einfach voll... Also, das hätte eine perfekte Runde sein müssen, um überhaupt in Q3 zu kommen. Irgendwie mit Ach und Krach. Das ist schon krass. Das spricht halt echt dafür, dass wir keine super Pace hatten. Es fehlt nach wie vor nicht so viel. Ein bisschen mehr als vorhin, aber sogar 8 Zehntel. Ja, aber also da noch 4 Zehntel zu finden, um zumindest mal in Q3 zu kommen. Keine Ahnung, wo das hätte herkommen sollen. Wirklich nicht. Das war schon ziemlich gut, relativ gut. Mit einer ähnlichen Runde auf anderen Strecken, also so von den Fehlern her und so, haben wir es schon in Q3 geschafft. Hier heute aber absolut nicht. Echt frustrierend. Und es wird auch nicht geil, hier auf dieser Strecke so recht weit hinten zu starten. Bin mal gespannt, was da noch möglich sein wird. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Glück, vielleicht mit einem Safety Car oder so. Ansonsten wird es ganz, ganz interessant. Ja, Startplatz 14 ist es immerhin, durch Gridstrafen für irgendjemanden. Das wird auf keinen Fall schaden heute. In Shanghai haben wir uns ja von noch weiter hinten echt gut nach vorne gefightet. Somit ist das möglich, dass wir in Rennen eh meistens stärker sind als in Qualifyings, ist auch nicht so Neues. Aber Imola ist halt eine andere Geschichte. Das ist hier leider nicht ganz so leicht zu überholen, wie es in Shanghai der Fall war. Deshalb bin ich mir nicht sicher, wie das laufen wird. Wir haben hier zwei Strategien zur Wahl. Ich würde gern fast aggressiv gehen einfach mit den Softs hier im ersten Stint, um voll attackieren zu können. Ich denke mal, das sollte vom Reifenverschleiß her schon klar gehen, so wie das hier aussieht zumindest. Und so haben wir dann echt eine gute Möglichkeit, um zu Beginn viele Positionen gut zu machen. Das wird ja mit Abstand unsere beste Chance, um das zu tun auf dieser Strecke. Let's go! Das ist die Einführungsrunde und die Stimmung steigt, während der Start des Rennens immer näher rückt. Welches Team wird sich durchsetzen? Wer hat heute die richtige Strategie? Gleich werden wir es wissen. Der Start wäre wichtig. Ja, ärgerlich, dass Tsunoda da fast stehen bleibt. Somit müssen wir so ein bisschen ausweichen. Sind aber tatsächlich überragend weggekommen mit diesen Softreifen, die nicht viele andere am Auto haben. Jetzt in dieser Anfangsphase. Ach Mann, ey. Leck mich, wer auch immer das war. Oh, ey, ich... Man kann doch nicht vorsichtiger in diese verfickte erste Kurve fahren, oder? Also wirklich, das war auch noch Senna, oder? Das war auch noch unser Teammate, das ist ja super. Das ist ja wirklich super geil. Richtig, richtig gute Aktion. Jawohl, Applaus. Junge, du hast da kilometerweit Platz auf der rechten Seite jetzt in der Situation. Warum lenkt der hier schon? Wo lenkst du hin? Also ich verstehe das nicht, dass selbst wenn man jetzt normal für die Kurve einlenkt, das ist doch viel zu früh. Wenn wir da nicht sind, der cuttet die Kurve doch voll. Also das macht ja gar keinen Sinn. Und da rechts, da ist echt gut Platz zu Norris oder wer das, na nicht Norris, keine Ahnung, zu dem McLaren. Ist ja völlig egal, wer das war. Verstehe ich nicht, Mann.
Ja, Frontflügelschaden auch noch bei unserem Teammate. Das ist ja einfach fantastisch. Oh ne, das hätte ich jetzt ganz ungerne, dass du durch so eine Aktion vorbeikommst, Ayrton. Das schafft er auch nicht. Und er wird jetzt eh erstmal ein bisschen langsam sein, wahrscheinlich durch diesen Frontflügelschaden. Und muss vermutlich auch an die Box am Ende der Runde. Es scheint immerhin nicht allzu fatal zu sein jetzt mit diesem Unterbodenschaden. Aber helfen wird er natürlich auch nicht. Insbesondere an so einem Wochenende, an dem es eh schon ganz, ganz schwierig aussieht. Lina im letzten Sektor, das ist so eine typische Sache hier in Imola. Da sind wir oft stark, das habe ich noch so in Erinnerung. Vorsichtig, die KI in dieser ersten Kurve, das ist ja immer so eine Sache. Ah, Tsunoda und Magnus sind da am Fighten. Wir können das leider nicht wirklich ausnutzen. Aber ich war da jetzt lieber übervorsichtig, als noch Frontflügelschaden zu kassieren. Hier im Mittelsektor können wir aber echt ganz gut mithalten. Das scheinen die Softs ein enormer Vorteil zu sein. Ich hoffe nur sehr, dass die vom Verschleiß her erträglich sein werden. Ansonsten bringt uns das auch nicht viel, dass die jetzt gut sind. Ja, das wäre schon eine Chance hier in die vorletzte Kurve hinein. Aber gedulden wir uns einfach mal auf Start und Ziel. Das sollte das ja dann ganz gut machbar sein gegen K-Mac, oder? Er kommt hier echt gut raus aus dieser Kurve. Wow, und der Topspeed von uns scheint jetzt auch nicht sensationell zu sein. Aber jetzt aus dem Windschatten heraus vielleicht... nee, ganz so leicht wird das leider nicht. Na, das ist halt jetzt das Problem an Imola und das könnte auch echt frustrierend werden in diesem Rennen. Gelbe Flagge in Kurve 1, ja, das sparen wir uns. Das ist halt immer das Typische, was die KI da veranstaltet. Man kann hier kaum überholen. Die einzige Chance ist Start und Ziel. Und wenn wir da dann immer solche Probleme haben mit dem Topspeed und mit dem Exit aus der letzten Kurve, dann kann das ein ganz, ganz, ganz langer Nachmittag werden, weil hier in dem Teil, da überholt man nicht, keine Chance. Jetzt vielleicht mit dem DRS. Magnussen wird es halt natürlich auch haben, so wie alle davor so ziemlich auch. Obwohl, nee, da ist schon eine ganz schöne Lücke zwischen der Spitzengruppe und dem zweiten Teil hier dieses Feldes sozusagen, in dem auch wir jetzt sind. Vorbei an Magnussen hier aus. Na, come on, dranbleiben, das ist noch nicht völlig hoffnungslos. Oh, wieder, nee, komm. Das gucken wir uns gar nicht an. Ich möchte das nicht. Das hat sich keine Aufmerksamkeit verdient. Oh, das ist echt schade, dass das Auto sich mit dem Schaden noch so gut anfühlt, weil das so ein bisschen die Frage aufwirft, wie das ohne Schaden wäre. Ich glaube, da hätten wir jetzt echt eine überragende Pace. Ja, hier ist irgendjemand nicht so ganz schnell. Das ist doch der zweite Alpha da vorne, oder? Ja, so ist es. Von wem auch immer. Oh, ich komme voll durcheinander mit diesen Fahrerpaarungen hier, weil das alles so durcheinander gewürfelt ist mittlerweile. Auf jeden Fall ist derjenige nicht ganz so schnell unterwegs. Hält alle hinter sich auf. Vielleicht können wir davon ja profitieren. Na, Joe müsste das doch sein da vorne, oder? Ich glaube, der ist nach wie vor bei Alpha unterwegs. Na, vorne gibt es jetzt auch schon den Angriff, aber das geht nicht Rad an Rad in diese erste Kurve hinein. Schade. Hauger auch nicht ganz so schnell, hat Bottas jetzt direkt im Getriebe hängen. Oh, das entwickelt sich doch spannender, als ich es erwartet hätte. Vor allem nach dieser Aktion in Kurve 1 direkt am Start. Es kann noch richtig, richtig interessant hier werden, weil die Race Pace mal wieder, oh, wie schon in Shanghai, echt sehr viel besser ist. Das ist keine gute Überholstelle, aber es hat sich jetzt irgendwie so ergeben gegen Tsunoda und funktioniert ja auch. Ja, und ich glaube, solche Stellen müssen wir dann auch ausnutzen, wenn wir da mal eine Chance bekommen. Auf Start und Ziel scheint das nämlich heute nicht das Wahre zu sein. Ja, Hauger hat echt enorme Probleme. Vielleicht kommt bei ihm schon so ein bisschen der Reifenverschleiß ins Spiel. Der ist auch auf Softreifen unterwegs, wie wir und sonst nur wenige andere. Ja, bei uns geht das aber noch klar. Ich bin echt zufrieden mit diesen Softs bisher, muss ich sagen. Ist das jetzt vielleicht schon die Chance gegen Hauger? Ich fürchte, wir sind fast ein bisschen weit weg. Er hat halt keinen DRS, somit wird der Überschuss schon enorm sein, den wir haben. Aber nee, ganz so enorm dann auch wieder nicht. Er verteidigt allerdings vor Bottas hier in Kurve 1 hinein. Kein optimaler Ausgang somit für den Norweger. Und wir sind jetzt direkt an ihm dran, in die zweite Schikane hinein. Aber nein, das ist schon sehr riskant hier an dieser Stelle. Ich bin echt erstaunt darüber, dass wir so schnell sind hier im Mittelteil. Das sollte ja ausgerechnet der Teil sein, der uns Riesenprobleme bereitet jetzt mit diesem Unterbodenschaden. Aber absolut nicht. Hauger verteidigt hier in die Schikane hinein. Ich würde gerne auf Start und Ziel warten. Da wird es dann ganz easy mit dem DRS. Oh, der hat ja gar keine Pace mehr. Das sind manchen Kurven echt gefühlt so, als hätte er keinen Frontflügel. Aber der hat den. Der fährt ja auch normal weiter, kommt nicht an die Box. Das ist schon echt ein bisschen erstaunlich, wie sehr seine Pace hier eingebrochen ist. Vorbei jetzt auf jeden Fall am Norweger und vor in die Punkte erstmals in diesem Rennen. Oh, während Gelb bis auf Start und Ziel, da rollt einer der Ferraris aus bei deren Heimrennen hier in Imola. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Carlos Sainz. Boah, bei Ferrari und Mercedes, da läuft echt gar nichts.
Die Reifen beginnen so allmählich ungemütlich zu werden. Wir werden jetzt auch mal was probieren am Ende dieser Runde. Und zwar kommen wir rein für die harten Reifen, bekommen so echt einen ordentlichen Undercut auf die Jungs da vorne, sodass es vielleicht gelingt, noch ein, zwei Positionen in der Boxenstopp-Phase gut zu machen. Ja, dann haben wir diese Softs, glaube ich, optimal genutzt, weil wir die ganzen Vorteile mitgenommen haben, als die schnell waren am Anfang. Aber die Nachteile, die ersparen wir uns jetzt einfach, indem wir auf die harten Reifen wechseln. Das ist vermutlich echt eine gute Strategie. Eieiei. Diesmal geht hoffentlich alles gut beim Boxenstopp. Oh ja, 2,4. Freie Fahrt sollten wir auch haben. Vielleicht wird es halbwegs knapp gegen unseren Teammate, der ja ganz früh in der ersten Runde schon drin war. Obwohl ich einfach hoffe, dass der vorbeizieht und uns jetzt nicht großartig im Weg rumfährt. Er hat uns das Rennen schon schwer genug hier gestaltet. Und gestaltet es uns jetzt noch ein bisschen schwerer vermutlich. Aber erstmal haben wir ein bisschen freie Fahrt. Und wenn wir dann dran sind, hoffe ich, dass wir schnell vorbeikommen. Obwohl Senna gar nicht mal so langsam ist. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt aufschließen werden, ehrlich gesagt. Der hat noch eine sehr, sehr gute Pace auf seinen Mediums. Und ja klar, warum auch nicht? Ich meine, das Auto ist eigentlich stark. Mich wundert's eh, dass wir beide solche Probleme haben hier an diesem Wochenende. Oh ja, das ist eine sehr, sehr gute Pace. Jetzt haben wir auch mal aufgeschlossen zu Ayrton. Aber das ist auch kein Wunder. Wäre ein bisschen traurig, wenn wir das nicht schaffen würden auf frischen Reifen. Das DRS wird jetzt nochmal zusätzlich helfen. Hoffentlich kommen wir da auch problemlos vorbei, jetzt ohne großartiges Duell. Und dann kann das, glaube ich, wirklich gelingen, hier ein paar Positionen gut zu machen durch diesen früheren Stopp. Runde 13, da ist jetzt jemand an der Box, das ist Hauger, der auch endlich mal seine Softs los wird. Schnellste Rennrunde vielleicht? Ah ne, ganz so schnell sind wir nicht, aber es ist eine persönliche Bestzeit zumindest. Auch Pourchaire jetzt beim Boxenstopp, das war der andere, der Softstarter, abgesehen noch von Hauger und uns beiden MG Motorsport Autos hier. Platz 17 jetzt schon und wir holen wirklich in riesen Schritten auf die Jungs vor uns. Aber das sind auch leider nur die ganz langsamen. Weitere Boxenstops jetzt eine Runde später. Mit Sicherheit sind da auch ein paar Jungs drin, die vor uns waren ursprünglich. Es war ja Position 10, als wir an die Box kamen, aber ich glaube fast, das wird jetzt ein bisschen besser sein. Wir sind nicht so weit weg von Gasly und der war doch stark unterwegs, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, sehen wir, sind vor Joe zum Beispiel. Das war ja vorhin der Alfa Romeo, der diese ganze große Gruppe so aufgehalten hat. Bottas war ziemlich sicher auch noch vor uns. Es hat sich jetzt schon gelohnt, würde ich behaupten. Klar kann sich das dann später im Rennen rächen, weil wir jetzt, was, 6 Runden oder so mehr haben auf diesen harten Reifen, als alle, die jetzt stoppen. Aber ich glaube, das Risiko lohnt sich, wenn man da so viele Positionen gut macht. Gasly gegen Albon jetzt da vorne in die vorletzte Kurve hinein gleich. Kostet das vielleicht ein bisschen Zeit. Das wäre natürlich interessant. Ich schätze mal, Alex wird jetzt eh an die Box kommen. Somit ist das echt unnötig gewesen, von Gasly da jetzt so viel Zeit zu verlieren. Aber uns hat das gut geholfen. Gibt uns zumindest mal das DRS mit. Und Albon kommt tatsächlich rein. Wie auch ein paar weitere noch da vorne. Das ist der Wahnsinn, wie verteilt die ganzen Boxenstops hier stattfinden. Ja, seht mal, Position 8 ist es jetzt. 2 Plätze zumindest mal gewonnen. Und ich weiß nicht, ob da schon jeder drin war vorne. Dann selbst wenn schon jeder drin war, ist das natürlich alles andere als verkehrt. Die 2 Plätze hätten wir erstmal bekommen müssen, so auf der Strecke. Das wäre ganz, ganz schwierig geworden. Ja, nee, das war's doch nicht mit Boxenstops. Ein Red Bull ist da noch drin. Weiß nicht, welcher von beiden, Verstappen oder Perez. Es ist Checo, der Weltmeister. Bekommen wir den auch noch? Das wird relativ knapp, aber den haben wir auch noch. Wow. Was sich aber leider nicht geändert hat, ist, dass die Pace echt nicht überragend ist insgesamt an diesem Wochenende. Checo auch direkt mit der Konterchance jetzt hier auf Start und Ziel. Wir zwingen ihn mal nach außen zumindest. Hier innen ist das eventuell nochmal zu verteidigen. Oh, aber der kann viel später bremsen, knallt uns dann eiskalt die Tür zu. Bottas da hinten ein bisschen weit draußen. Das gibt uns erstmal ein bisschen Ruhe vor dem. Das ist, glaube ich, so ein gutes Rennen für die ganzen KI-Stufen rum, Heuler immer in den Kommentaren. Ich ändere nie was an der KI und ja, dann gibt es halt auch mal solche Rennen, in denen gar nichts läuft. Ich glaube sogar, das wird echt schwierig, hier heute Punkte zu holen, weil der Reifenverschleiß stärker ist als bei den Jungs hier um uns herum. Und wir haben da 3 Jungs hinter uns, nah hinter uns. Wenn die jetzt alle vorbeiziehen und der erste kommt da schon an mit Bottas, dann sieht das hier ganz, ganz schlecht aus in diesem Rennen. Das ist echt so ein bisschen ernüchternd. Ich habe mir eigentlich mit diesem gut geupgradeten Auto auf dieser Strecke viel, viel mehr erhofft. Ja, aber hier geht gar nichts. Das wird echt ein harter, harter Kampf um Platz 10. Wenn es überhaupt ein Kampf wird. Eigentlich macht man da nicht viel, wenn jemand so viel schneller ist. Das ist übrigens auch die KI-Stufe, auf der wir in der Fahrerkarriere die Podien geholt haben in Japan und Brasilien und so, ne? Also für alle, die das immer noch nicht checken, dass die KI völlig bescheuert ist und komplett anders von Strecke zu Strecke, den kann ich jetzt dann auch wirklich nicht mehr helfen.
Und deswegen frustrieren mich diese Kommentare dann immer so. Weil natürlich, mir ist schon auch klar, auf manchen Strecken geht das ein bisschen zu leicht. Aber finde mal die richtige KI-Stufe, wenn das so variiert von Strecke zu Strecke. Das ist halt leider nicht möglich. Deswegen geht mir das so sehr auf den Sack immer, wenn ich das lesen muss. Na, da kommt Joe jetzt an. Mann, wir machen hier gar nichts. Ey. Das ist echt frustrierend. Das wäre ein gutes Rennen für ein Motorschadenspiel. Motorschaden, bitte. Dann wären wir mal den ersten los immerhin für diese Saison. Und würden wahrscheinlich nicht viel verlieren dadurch. Dann nur noch Tsunoda. Aber der wird da auch wahrscheinlich durchschlüpfen. Der ist auch schneller. Da war die Pace im ersten Stint auf jeden Fall deutlich besser. Klar, da hatten wir auch weichere Reifen im Vergleich zu denen. Vielleicht hat das so ein bisschen kaschiert, dass wir echt Probleme haben eigentlich. Keine Ahnung. Jetzt läuft auf jeden Fall gar nichts. Ja, ich habe auch gerade kurz überlegt, vielleicht so aus Spaß für Softs noch reinzukommen. Einfach so, um zu gucken, was daraus dann wird. Wir haben ja noch über 10 Runden. Aber ich glaube, die größte Hoffnung auf Punkte ist es jetzt einfach draußen zu bleiben. Platz 11 sollten wir irgendwie halten können. Und dann müssen wir halt hoffen, dass da vorne so ein bisschen was schief geht. Oder wir kontern jetzt nochmal gegen Yuki. Oh ja, das kann funktionieren hier außen, innen dann für Kurve 2. Let's go, ganz so leicht geben wir das hier offensichtlich nicht her. Was ist das jetzt vielleicht gegen Yuki? Nächste Runde, nächste Chance für ihn. Wir gehen wieder nach innen hier für Kurve 1 oder versuchen das diesmal. Vorhin war das ja völlig hoffnungslos und er wird später bremsen können. Da außen! Wir haben auch voll am Limit. Yuki rumpelt dann da über den Curb und hat diese Position jetzt endgültig oder vielleicht auch noch nicht so endgültig. Komm, sowas Switchback-mäßiges hier. Nein, leider nicht. Keine Ahnung, warum das Ding da aufploppt. Ich weiß es nicht. Aber ja, das war es jetzt leider endgültig. Magnussen auch nicht mehr weit weg. Ja, sehr, sehr bitter. Ich würde gern wissen, werden wir leider nie erfahren, aber wie das Rennen hier ohne Schaden verlaufen wäre. Vielleicht hätten wir dann so die entscheidende Pace noch gehabt, um hier zumindest ein paar Pünktchen mitnehmen zu können. Aber so mit der Pace, wie sie am ganzen Wochenende war, plus Schaden. Das ist einfach nicht möglich, hier irgendwie in die Punkte zu kommen. Auch Kevin jetzt, auch der scheint deutlich schneller zu sein. Das können wir an der Stelle aber noch verteidigen zumindest, ja. Aber wisst ihr was, da wir auch Platz 11 offensichtlich nicht halten können werden, kommen wir einfach mal rein für die Softs. Das wird nichts bringen, das wird... Lol, warum war die Anzeige da oben komisch? Ich weiß es nicht. Das wird Quatsch sein, sehr wahrscheinlich, aber... Ob wir jetzt auf Platz 12 keine Punkte holen oder auf Platz 19, das ist mir relativ egal. So haben wir zumindest noch ein bisschen Spaß und wer weiß, vielleicht sind wir auf wundersame Weise irgendwie 5 Sekunden schneller als alle jetzt mit Softs und können so dann was machen. Außerdem haben wir zumindest jetzt, das ist wirklich was Sinnvolles, die Chance, einem der Jungs da vorne den Extrapunkt wegzunehmen für die schnellste Rennrunde. Das kann ja auch nicht schaden. Come on, lass das bitte nicht komplett umsonst gewesen sein mit diesen Softreifen. Das war eine gute Runde, wird auf jeden Fall unsere beste und auch eine schnellste Rennrunde. Come on, na wenigstens etwas. Oh, da vorne ist ein ganz schönes Grüppchen, in dem unter anderem auch unser Teamkollege ist. Ich glaube, die drei Jungs und auch De Vries jetzt natürlich können wir eventuell noch bekommen. Es wird nochmal interessant in diesen letzten Runden. Come on, nochmal das Maximum rausholen hier. De Vries wird nicht das Problem. Da gibt es jetzt auch noch ein Duell zwischen Albon und Leclerc. Rad an Rad gehen die in Kurve 1, oder? Ja, nee, aber Senna und Albon so halb Rad an Rad. Es ist auf jeden Fall nichts Schnelles da vorne. Wir sind jetzt schon im DRS-Fenster. Oh, das ist vielleicht schon die Chance gegen Leclerc oder Mega-Ausgang aus Aquaminerale. Rad an Rad geht's in die Schikane hinein. Oh, ich mag das immer nicht, weil das so viel Zeit kostet und immer so ganz, ganz ungemütlich wird, da weil das so eine langsame, enge Kurve ist. Aber es funktioniert gut und wir sind im DRS von unserem Teammate geblieben. Der sich jetzt wahrscheinlich Albon schnappen wird hier auf Start und Ziel. Gibt's da noch ein Duell? Ah, nee, das macht er eiskalt. Platz 16 für unseren Teamkollegen. Sag mal, kann ich eigentlich auch mal richtig anbremsen für diese erste Kurve? Anscheinend ja irgendwie nicht. Junge, das war so ein Riesenglück, das gibt's gar nicht. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist so genau. Da gab's auch noch so einen kleinen Ruckler, oder? Genau im entscheidenden Moment eigentlich. Hilfe, Hilfe. Die letzten beiden Kurven und dann ist das Gott sei Dank vorbei. Das war einfach ein bisschen zum Kotzen heute. Einfach keine Pace am gesamten Wochenende. Dazu dann noch diese Teamkollegen-Kollision direkt am Start, die natürlich auch keinem von uns beiden geholfen hat. Das war gar nichts, das müssen wir abhaken. Beim nächsten Mal stärker zurückkommen. Und ja, da geht's dann aber nach Monaco beim nächsten Mal, wo wir häufig echt stark waren dieses Jahr. Also der letzte Monaco-Sieg, boah, der ist lange, lange her. Das wäre schon mal wieder was, aber das ist jetzt noch weit weg.
Auf jeden Fall wäre das aber eine gute Möglichkeit, um sich zu revanchieren für das Wochenende heute. Ocon gewinnt schon wieder 4 von 5 jetzt für ihn. Und das hätten easy auch 5 von 5 sein können. Der hat ja nochmal zur Erinnerung in Australien. In der vorletzten Runde, in der letzten Kurve in der vorletzten Runde sogar, um es noch dramatischer zu machen, den Motorschaden bekommen, in Führung liegend. Sonst hätte der das eventuell sehr wahrscheinlich sogar auch dort gewonnen. Dann wären das einfach 5 von 5 für ihn. Das ist somit die dominanteste Saison überhaupt. Dafür hat der noch nicht mal so einen riesen Vorsprung aufgrund dieses Motorschadens. Das war halt ein Nuller dort für ihn. Aber das ist schon der Wahnsinn. Der wird unfassbar schwer zu schlagen sein. Wir sind punktgleich mit Oscar Piastri, der dasselbe Auto hat wie Ocon logischerweise. Das ist schon krass, da sieht man mal, wie gut Esteban wirklich abliefert, obwohl das Auto das natürlich auch allemal drauf hat. Senna jetzt auf Platz 10 in der WM, wir auf Platz 5, ja, das ist so in Ordnung. Das Rennen heute war halt ein bisschen bitter. Wenn wir nämlich irgendwas gegen vor allem Ocon machen wollen, dann muss das halt immer konstant gute Punkte geben und das ist heute leider absolut nicht gelungen, was sehr, sehr bitter ist. Das war's jetzt aber auf jeden Fall von dieser Folge. Lasst gerne den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, beim Saison-Highlight, dem großen Preis von Monaco. Ich bin voll motiviert, dort dieses schlechte Ergebnis wieder gut zu machen. Haut rein!